Hey Leute, in dieser Review geht es um die am 24.11. erscheinende 3D Collectors Edition von Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht. Wir checken jetzt gleich ab, was diese Version so besonders macht und für alle Sammler ganz wichtig, wir gucken, wie sie sich im Vergleich zum bereits erschienenen Steelbook schlägt. Also, let's check it out! Von der rein technischen Seite hat sich nichts bzw. ganz wenig geändert, denn die 3D-Version ist natürlich hinzugekommen, aber ansonsten haben wir das gleiche Bild, 240 zu 1 bei einem Format von 16 zu 9, das heißt mit schwarzen Balken oben und unten. Der Ton ist weiterhin in DTS HD 7.1 Englisch, DTS HD 5.1 Deutsch und Dolby Digital 5.1 Polnisch. Genauso wie die Untertitel auch und alle Extras, die auch im Steelbook bzw. der normalen 2-Disc-Version von Star Wars Episode 7 vorhanden sind, sind in dieser Collectors Edition ebenfalls enthalten. Neu dabei sind zum Beispiel Audiokommentare von J.J. Abrams, dann ein Video, wie die Kostüme hergestellt und gestaltet wurden und noch zusätzliche Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben und natürlich noch einiges mehr. Aber die größte Neuerung, die in dieser Collectors Edition von Star Wars Episode 7 enthalten ist, ist ja die 3D-Version. Und genauso wie im Kino hat mir die 3D-Fassung auch hier nicht so gut gefallen, denn der Effekt ist konvertiert und da kann man einfach nicht so viel Tiefe wie bei echten 3D-Kameras herausholen. Und das Einzige, was hier wirklich aus der Leinwand rauskommt, ist ein Sternenzerstörer in einer ganz kurzen Sequenz. Ansonsten ist der 3D-Effekt vielleicht gerade mal okay und man kann sich vielleicht, wenn man 3D mag, mit ihm anfreunden, aber ich würde das auf jeden Fall nicht zum Standard werden lassen und nur wegen der 3D-Version und jetzt den paar Extras, die dabei sind, würde ich definitiv die Collectors Edition für 13 oder 15 Euro mehr nicht kaufen. Bei den optischen Neuerungen bzw. dieser kompletten Neuverpackung, die Disney hier gemacht hat, könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, die Version zu kaufen, weil dieser tolle Lentikularschuber, wo man den FSK-Flatschen zum Glück abmachen kann, sodass man noch mehr von dem Bild sieht, ist ziemlich gut gemacht und innen drin ein paar schöne Szenenbilder, wenn man die Blu-ray-Packung aufklappt. Dann das Innenleben der Millennium-Falken, der gerade zum Lichtsprung ansetzt, sieht auch ganz hübsch aus, aber ach Leute, Disney, warum musstet ihr denn unbedingt die 3D-Fassung konvertieren? Warum könnt ihr es denn nicht einfach mal mit echten Kameras machen? Ich meine, Star Wars ist doch sowieso bestimmt zu 90% vor dem Greenscreen gedreht. Dann kann man auch fette 3D-Kameras benutzen. Zusammenfassend heißt das für die neue Collectors Edition von Star Wars Episode 7. Also optisch sieht sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Außen und innen mit diesem schönen Lentikularschuber, wo die restliche Blu-ray-Verpackung drin ist, die man schön aufklappen kann, wo vorne und hinten ein paar nette Bilder zu sehen sind. Aber die 3D-Fassung, die da drin ist, ist meiner Meinung nach eher Quatsch. Und ja, es ist konvertiert, es sieht nicht so schön aus, bis eben auf diesen Sternzerstörer. Und wenn ihr jetzt keinen 3D-Fernseher habt, dann ist es sowieso Schwachsinn, diese Version zu kaufen. Außer ihr wollt natürlich diesen Schuber haben und steht auf die Extras, die dazu noch drauf sind. Aber dafür 13 bis 15 Euro mehr bezahlen? Ich weiß ja nicht. Also von mir bekommt diese Variante im Großen und Ganzen 7,5 von 10 Punkten. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Steelbook Edition von Episode 7 an, die wie gesagt 13 bis 15 Euro preiswerter als die 3D Collectors Edition ist und vielleicht ist sie ja eine Alternative für euch. Auf der technischen Seite sind die 2D-Versionen der Collectors Edition und vom Steelbook natürlich identisch, aber optisch geht es hier bei der Steelbook-Variante auf die dunkle Seite der Macht, wie man sehen kann. Kylo Ren ist auf der Vorderseite und wie man ziemlich häufig nicht erkennen konnte bisher, wenn man die Blu-ray im Handel irgendwo in der Hand hatte oder so, war wegen eines Pappschubers nämlich Captain Phasma, die auf der Rückseite des Steelbooks zu sehen ist. Was ich ziemlich geil finde. Wenn man zum Beispiel keinen Bock mehr auf Kylo Ren hat, dann dreht man das Steelbook einfach um und hat Captain Phasma. Das Einzige, was mich an der Steelbook-Variante stört, ist der fehlende Logo-Aufdruck. Also Star Wars Das Erwachen der Macht ist weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite zu sehen, zumindest bei der deutschen Fassung. Aber Disney macht ja auf seine Steelbooks in Deutschland meistens überhaupt kein Logo drauf. Bei Captain America Civil War ist keins drauf, bei Alice im Wunderland hinter den Spiegeln ist auch nichts drauf, aber zukünftig könnte man vielleicht, wenn man sich die anderen Episode 8 und 9 anschafft, eventuell durcheinander kommen, außer sie bleiben immer schön in Reihe im Regal stehen. Da hätte man vielleicht noch nachbessern können, beziehungsweise gleich das Logo auf das Steelbook draufdrücken können, aber ansonsten sieht das doch hammermäßig gut aus und für ein 20 und teilweise sogar für 15 Euro, finde ich, kann man da nicht viel falsch machen und deswegen bekommt das Steelbook in der 2-Disc-Variante von mir 8,5 von 10 Punkten.
Ich hätte der 3D Collector's Edition von Star Wars Episode 7 gerne mehr Punkte gegeben, denn optisch sieht sie gar nicht mal so schlecht aus, aber die Tatsache, dass wir 7 Monate auf einen konvertierten 3D-Effekt und noch ein paar Extras warten müssten und dann noch einen so herben Aufpreis im Gegensatz zum Steelbook bezahlen müssen, was ich finde auch extrem geil aussieht, finde ich einfach nicht so toll und deswegen ist das Steelbook eine sehr gute Alternative dazu. Aber egal für welche Variante ihr euch entscheidet, ich wünsche euch dabei ganz viel Vergnügen und damit euch die Bestellung leichter fällt, schaut einfach mal in der Beschreibung unter dem Video nach. Dort findet ihr 2 Amazon-Links, über die ihr direkt zu den jeweiligen Versionen gelangt und sie dann kaufen könnt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich gefallen und wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr auf den Abo-Button drückt und natürlich auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!